Ja, die letzten Intro-Bilder laufen. Herzlich willkommen beim Harzer Enduro-Wanderer. Fünf Länder Trans-Euro-Trail im Jahr 2021. Wir starten jetzt im Herbst wöchentlich mit den 12 Etappen aus der Juni-Tour. Solo 3000 Kilometer Enduro-Abenteuer 8.0 auf dem TET Polen. Viel Spaß dabei! Kommen wir mal zur Tourvorstellung hier an der Europakarte. 12 Tage, 3000 Kilometer, Trans-Euro-Trail, Polen. Enduro-Abenteuer 8.0 im Juni 2021. Ich starte vom Harz kommend mit der Honda Transalp D06 in Richtung Ostdeutschland. Bei Magdeburg überquere ich den Mittellandkanal. Es geht nordostwärts über Brandenburg hoch nach Meck-Pomm, um über den Trans-Euro-Trail Deutschland-Ost bei Schwedt nach Polen einzureisen. In Polen werde ich die Sektion 2 von Schwedt in Richtung Masuren bis ins Baltikum fahren. Ich werde noch einen Abstecher hoch an die Ostseeküste bis Leber fahren. Warum es dazu gekommen ist, erfahrt ihr im Teil 3 bzw. auf der Etappe 3. Anschließend fahre ich die neue Sektion 4 von Nord nach Süd in Richtung Riesengebirge. Im polnischen Riesengebirge werde ich über einen Pass nach Tschechien einreisen. Durch Tschechien geht es zurück über das Erzgebirge im kleinen Grenzverkehr von Hof über das Saaletal zurück in den Harz. 12 Tage Enduro-Abenteuer im Juni bei großer Hitze. Viel Spaß bei den einzelnen Etappen. Jetzt geht es los. Heute der Start, Tag 1 vom Harz in Richtung Meck-Pomm. Alle weiteren Etappen folgen wöchentlich, samstags oder sonntags auf meinem Kanal. Abonniert diesen doch, dann seid ihr immer live dabei. Bis dahin, jede Woche eine neue Etappe, Trans-Euro-Trail Polen, 3000 Kilometer in 12 Tagen. Bis dahin, ciao ciao, euer Harzer Enduro-Wanderer. Ja, kurze Etappenvorstellung. Tag 1 am 9. Juni 2021. 357 Kilometer stehen vor mir. Ostdeutschland. Morgen um 9 Uhr Covid-19-Test in der Apotheke. Dann geht es los vom Harzer Vorland auf kleinsten Wegen und Pfaden an Magdeburg vorbei. Querung des Mittellandkanals in Richtung Elbfehl-Rülgetz. Die lasse ich aber rechts liegen. Es geht hoch nach Tangerhütte. Sehr schöne Altstadt. Ihr werdet die Bilder gleich sehen. Nördlich von Tangermünde überquere ich dann die Elbe. Es geht ostwärts in Richtung Brandenburg an Rathenow vorbei. Am Mittag erreiche ich die Neuruppiner See. Dort gehe ich erstmal schwimmen bei sehr hohen Temperaturen von plus 28 Grad. Eine sehr schöne Abkühlung. Weiter über kleinste Wege und Pfade geht es dann in Richtung Meck-Pomm, wo ich dann am Abend über Himmelfort in Richtung Lüchen ankomme. In Lüchen habe ich mir einen Biwakplatz ausgesucht, um am Folgetag direkt auf den TET Deutschland Ost in Richtung Schwedt einzusteigen. Der Biwakplatz ist leider belegt, ich bin zu spät. Ich drehe um und nutze diesen Naturcampingplatz südlich von Himmelfort. Dort finde ich ein schönes Lager für mein Zelt, kann abends noch schwimmen gehen. Viel Spaß bei den Bildern. Tag 1, Enduro-Abenteuer Polen, 357 Kilometer, 9 Uhr bis 18.30 Uhr.
Ja, das war die erste von 12 Etappen Enduro-Abenteuer Polen mit dem Start im Harz durch Ostdeutschland bis hoch nach MacPom. Freue mich auf Kommentare von euch und vergesst doch nicht, den Kanal zu abonnieren, um bei den Folgeetappen live dabei zu sein. Am zweiten Tag geht es offroad über den TET Deutschland Ost über die Grenze nach Polen. Bis nächste Woche. Viel Spaß dabei. Ciao, ciao, euer Harzer Enduro-Wanderer.